Hallo Mädels, wer clever ist und die Weichen richtig stellt, kann den Fettkiller Schlaf aktivieren. Kaum zu glauben, aber wahr. Schlaf ist ein Fettkiller, ja sogar einer unserer wichtigsten Helfer auf dem Weg zur guten Figur. Der wichtigste Grund für den nächtlichen Fettkiller. Nur im Schlaf ist das sogenannte Wachstumshormon aktiv, das für Regeneration und Zellneubildung sorgt. Die Energie dafür stammt hauptsächlich aus den Fettreserven. Wer abends Sport betreibt, aktiviert die Bildung des Wachstumshormons und pusht so zusätzlich den Fettkiller-Schlaf. Nach einer sportlichen Betätigung tritt nach einem intensiven Training der sogenannte Nachbrenneffekt ein, der durchaus 10 bis 12 Stunden anhalten kann. Je nachdem, zu welcher Tageszeit du also deine sportliche Betätigung absolviert hast, kann sich dieser Nachbrenneffekt auf die Nachtstunden verlagern. In der Nachbrennphase werden Regenerations- und Stoffwechselvorgänge eingeleitet, die einen erhöhten Kalorienverbrauch nach sich ziehen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund für ausreichend Schlaf. Schlafmangel macht nämlich hungrig. Bei chronischem Defizit senkt der Körper das Sättigungshormon Leptin und produziert gleichzeitig mehr von Appetithormon Ghrelin. Und das hilft dir jetzt bei der Fettverbrennung in der Nacht. Erstens. Dein Schlafzimmer sollte so dunkel wie möglich sein, denn die Produktion des Schlafhormons Melatonin wird sofort gestoppt, wenn helles Licht ins Auge fällt. Zweitens, eiweißreiche Kost vor dem Schlafengehen wie Fisch, Fleisch oder Käse begünstigt den Fettkillerschlaf. Kohlenhydratereiches Essen wie Pommes, Chips, Nudeln oder Süßigkeiten dagegen behindern ihn. Drittens, 7 Stunden Schlaf solltest du mindestens haben. Wer chronisch weniger schläft, schadet nicht nur seiner Figur, sondern langfristig auch seiner Gesundheit. Viertens, mach möglichst 3 bis 4 Stunden Pause zwischen dem Abendessen und dem Schlafengehen. Und das schadet der Fettverbrennung in der Nacht. Erstens, mit Alkohol solltest du sparsam umgehen. Ein Gläschen Wein hin und wieder entspannt und verbessert den Schlaf. Aber zu viel Alkohol liefert nicht nur reichlich Kalorien, sondern wirkt sich ungünstig auf den Fettstoffwechsel aus. Zweitens, noch ein Grund mehr, nicht zu rauchen. Nikotin aktiviert den Kreislauf, verschlechtert den Schlaf und stört wichtige Entgiftungsprozesse in der Leber und dadurch die gesamte Regeneration. Drittens, Süßigkeiten wie Schokolade oder ähnliches fördern die Insulinproduktion und bremsen die Fettverbrennung.